Ich habe mir hier heute meine Boosterimpfung wegen der Blasenentzündungsgeschichte gemacht. Das ist ein Stift. Ein Bio-Kräuter-Tee. Ja. Ist das nicht für den Mundgeruch, oder? Ja, aber das war die Größe, die Cindy mir damals durchgegeben hat. Und hallo und herzlich willkommen endlich wieder zu einem Vlog hier im Alltag. Wir nehmen euch wieder ganz normal mit. Wir hatten eine kleine Pause. Eigentlich wollten wir ursprünglich ja nur in der letzten Urlaubswoche eine Pause machen, weil wir halt nicht genügend Vlogs hier im Alltag gedreht haben. Aber wir haben halt gemerkt, weil wir auch so extrem krank geworden sind und auch noch die erste Woche hier komplett krank waren. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir so eine kurze Pause auch brauchen, einfach mal wirklich um runterzukommen. Und das haben wir auf jeden Fall genutzt. Es tat sehr gut. Und seit gestern sind wir hier wieder so komplett im Alltag angekommen, nochmal richtig aufgeräumt und natürlich auch angefangen, ganz normal zu arbeiten. Davor wurden halt wirklich nur so die wichtigsten Sachen erledigt, weil wir zu doll krank waren. Und ich habe mir hier heute meine Boosterimpfung wegen der Blasenentzündungsgeschichte gemacht. Hatte ich euch ja erzählt, dass ich die machen möchte. Und ich habe halt gewartet, dass ich jetzt wieder gesund werde. Weil normalerweise nehme ich Impfung immer richtig krass mit. Also irgendwie vertrage ich Impfung immer nicht so gut und bekomme dann direkt Fieber und Gliederschmerzen und so weiter. Deswegen lasse ich den Tag auch heute eher entspannter angehen. Wollte heute eigentlich zu dir etwas drehen. Habe jetzt aber eher angefangen, die Urlaubsvideos zu schneiden. Jetzt gleich habe ich einen Call, denn jetzt bald steht so ein größerer Dreh an, der auf 2 Tage verteilt ist. Da drehen wir 4 Videos für einen anderen Kanal. Und da wird jetzt besprochen, wie genau wir vorgehen, wie der Dreh ablaufen wird, wann er gemacht wird, ob es noch in diesem Jahr stattfindet oder im Januar. Und deswegen steht jetzt erstmal der Call an. Ich muss mich mal einwählen und gucken, ob ich überhaupt reinkomme mit dem Laptop und so. Manchmal gibt es da ja so technische Schwierigkeiten, aber man kennt es. Und dann geht der Call erstmal tatsächlich 2 Stunden. Leute, wir haben uns richtig schöne Adventskalender vom Meersor bestellt. Die sind angekommen. Boom, hier sind sie. Deswegen wollten wir euch die mal zeigen. Das ist eigentlich perfekt, wenn man nicht weiß, was man seinem Partner oder Partnerin schenken kann. Vor allem für Männer eigentlich voll gut. Weil es wirklich für Männer echt schwerer ist, glaube ich, für Frauen was zu finden. Man kann das sogar personalisieren. Und es sieht richtig schön aus. Also der für Frauen ist in so einem Beige-Gold. Und für Männer, wie mein Klamottenstil, man sieht es ja selbst hier, alles grau-schwarz. Ich finde eher, das ist blau. Findest du, das ist grau? Das ist so ein Asphaltgrau, würde ich sagen. Ja, wer von uns beiden ist farbblind? Für mich ist das blau. Und als Inspiration öffnen wir jetzt mal ein paar Türchen, damit ihr wisst, was so in diesen Adventskalendern ist. Mach mal die 3. 8, 10, 14, 19, 23. So will ich das haben. Genau so und nicht anders. Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber? Ach krass. Die man auch wirklich braucht. Oh mein Gott. Ich habe schon so eine ähnliche. Stimmt. Nur in Größe, das ist richtig cool. Ich trage die richtig oft. Das ist, glaube ich, sieht so. Sieht ja wirklich nice aus. Die passt auch voll gut zu deinen Klamotten. Sieht richtig schön aus. Ach, wie cool. Hier steht sogar. Das ist ja cool. Ideen für einen Spieler mit der Familie. Mikado Memory mit Filmklassikern. Ach, so kleine Tipps immer. Aktivität, Würfelspiele. Kartenspiele, Kniffe und so. Ich zeige das nochmal so, weil er sonst immer uns fokussiert. Aber das ist natürlich richtig cool. Hier ist tatsächlich auch was drauf. Die 10 bitte. ob ich Geduld ist. Habe. Ich glaube, das ist das Erste. Winterkonfekt mit Persipan und Marzipan. Sieht echt richtig gut aus. Spekulatiusgewürz. Das ist gut. Von Just Spice ist krass. Guck mal bitte, wie das riecht. Oh, geil. Oh mein Gott, das passt wirklich perfekt, weil ich jetzt im Dezember, Anfang Dezember mit meiner Freundin Kekse backen will. Und dreimal durch die Raten, wer sie essen darf. Ein Öl für Gesicht, Körper und Haare. Und das riecht gut. Oh ja, das kannst du benutzen. Das ist freigegeben. Das ist so ein Ladekabel, mit dem du, ich glaube, es sind verschiedene Anschlüsse. Ach, als Schlüsselanhänger sogar, das ist ja chillig. Hat hier quasi das alles als Schlüsselanhänger und hat hier dann... Das ist vor allem fürs iPhone richtig cool, weil wenn wir mal weg sind, wir vergessen manchmal unser Ladekabel. Ich packe das jetzt alles mal wieder zurück, damit wir das dann auch mal wirklich im Dezember öffnen können. Mehr öffnen wir jetzt nicht, aber von deinem Adventskalender können wir noch mal ein bisschen was öffnen, um reinzugucken. Na gut. Ich würde sagen, wir holen einfach mal ein paar raus. Kein Kontrollfreak. Die mir ins Auge fallen und dann können wir die noch mal kurz öffnen. Ob ich chronologisch anfange? Nein, ich fange jetzt einfach komplett durcheinander an. Oh, High-Protein-Riegel, das ist. Oh mein Gott, das ist wirklich was für dich. Immer wenn wir einkaufen sind, hole ich mir auch mal solche Riegel. Olivenöl. Olivenöl? Ich kenne die Marke sogar. Ich glaube, als ich mal irgendwo essen war,
habe ich ja schon mal mit benutzt, mit Brot gegessen. So. Ah, ich habe auch den Adapter wie du. Aber in schwarz. Das ist Pfeffer, oder? Sieht so aus, sieht richtig special aus. Und ich finde sowas immer richtig cool, das kann man ja auch wiederverwenden. Das ist so Creme, Lippen, Haut, Haare, Beauty Finishing. Wieder ein typisches Männerprodukt, weil man es für alles benutzen kann. Die Verpackung sieht voll special aus. Hier steht auch, man kann es auf die Ellenbogen, auf die Knie packen, wenn die trocken sind. Tee mit Zimt. Oh. Das ist gut für uns beide, weil wir so, beide so gerne Zimt mögen. Wie gesagt, verlinken wir euch mal in der Infobox von Mersa und... Das ist halt wirklich perfekt, auch wenn man vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit schenken möchte in der Adventszeit, aber keinen Plan hat, was man schenken kann. Das ist so ein Adventskalender richtig cool und der macht ja auch immer wieder Freude. Ja, das Coole ist, finde ich hier, es sind so komplett unterschiedliche Sachen, weil häufig kauft man ja so einen Kalender und da ist ja nur so eine Sache drin. Ja, nur Beauty, Gewürze, nur Tee, nur Beauty. Und hier hat man ja alles mögliche, so praktische Sachen einfach. Das ist echt cool. Packe ich in die Infobox. Und liebe Freunde, bevor es jetzt losgeht mit der Arbeit, kümmern wir uns natürlich um das Allerwichtigste. Und zwar, Monsieur bekommt eine neue Frisur. Weil er langsam wieder ein bisschen zottelpetrig aussieht. Weil der Verkehr so heftig ist, fahren wir jetzt aber richtig früh los. Das wird auch schlafen, aber mein Gott, ey. Und kümmern uns eben drum. Und es ist so ein bisschen wie bei normalen Leuten mit den Kindern, wenn sie sie in den Kindergarten bringen. Wenn es die Mama macht, ist es immer so lala. Wenn es der Papa macht, geht es, glaube ich, besser. Und wenn ich Sam dahin bringe, dann ist er auf jeden Fall entspannter und ich lasse ihn da schnell sitzen. Ich warte jetzt hier gerade noch im Auto, weil Sam gerade abgibt. Und ich habe so schlecht geschlafen, Leute. Ich vertrage diese Impfung einfach immer nicht. Mein Arm, es tut so weh. Also in der Nacht, ich lag da auf dem Rücken und dachte mir wirklich, wie soll ich schlafen? Irgendwie habe ich immer so richtig Probleme nach Impfung und bekomme auch immer Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Fieber. Aber heute sollte es besser werden. Also mein Arm tut jetzt noch ein bisschen weh, aber eigentlich sollte es auch heute wieder bergauf gehen. Und ich vermisse Sam jetzt schon. Das ist aber so schlimm, wenn man ihn so kurz abgibt, dann kriegt man immer schon so Vermissungsgefühle. Für mich geht es gleich an den Schreibtisch. Aber heute Nacht war auf jeden Fall richtig schlecht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe ja so eine Beißschiene, die ich nachts trage. Die habe ich heute Nacht fast durchgebissen. Also mein Rücken fühlt sich an, als wenn ich irgendwie trainiert habe. Ich glaube, das sind noch so die Reste von der Erkältung. Aber positiv denken, das heißt, ich bin eigentlich schon in diesem Endspurt. Ich glaube, so in einer halben Woche bis Woche sollte das Thema endlich und endgültig durch sein. Ich habe auch eine Umfrage gemacht auf Instagram. Mir geht es bei euch gerade aktuell extrem rum. Also sind wir hier nicht alleine. Und ich mache mich jetzt an die Arbeit und snacke das Resthühnchen von gestern. Ich weiß, ich bin komisch. Sven macht sich jetzt gerade fertig. Da geht nämlich zu einem Freund. Jetzt, wir machen zusammen Homeoffice. Mal luchen. Muss ja auch mal sein, ne? Ich habe jetzt gerade hier Olaplex 3 in den Haaren einwirken, deswegen sehe ich so aus. Plötzlich wird aufgekommen, ich bin ein Dude. Einspielen, aber das darf man nicht auf YouTube. Deswegen könnt ihr euch das jetzt gleich denken. Und in der Zeit, wenn das einwirkt, will ich nämlich die Wohnung ein bisschen sauber machen. Haben wir nach dem Urlaub nicht mehr richtig gemacht. Natürlich saugen daily. Das mussten wir jeden Tag. Oh Gott, wir haben euch noch gar nicht Sam gezeigt, ne? Ich habe nämlich gestern so Migräne bekommen. Also ich sah ja auch schon super fertig aus und habe mich selber gewundert und dachte, dass das wegen der Impfung, die ich ja machen lassen habe, und konnte das überhaupt nicht einordnen mit den ganzen Symptomen und so. Aber ich habe so übertrieben Migräne bekommen und lag wirklich komplett flach gestern. Und heute geht es mir zum Glück besser. Ich bin da wirklich sehr froh drüber, weil jeder, der Migräne hat, der weiß, wie schlimm das ist und dass man wirklich gar nicht weiß, was man machen soll, um überhaupt irgendwie den Tag noch zu überstehen. Also das ist wirklich immer richtig kacke. Oh, ja, mal gerade gesagt. Danke! Dass dieses ganze Erkältungsthema einfach nur noch nervt, ey. Also das ist wirklich so nervig. Ich hoffe auch, dass ich jetzt keinen Comeback durch die Impfung bekomme, weil das Immunsystem dann geschwächter ist. Ich denke aber positiv und rede mir die ganze Zeit ein, ich hab's überstanden. Es wird jetzt wirklich besser werden. Oh mein Gott, Sam, ich kann dich gar nicht zeigen. Das ist nämlich sowas von witzig. Phil hat gestern ja Sam zum Friseur gebracht und dann haben die ihn gefragt, wie sie ihn schneiden sollen und er meinte kurz, wie immer. Und dann meinten die auch den Schwanz hinten und er meinte, ja. Ich musste mich jetzt immer so zusammenreißen, wenn ich ihn gesehen habe, weil es sieht einfach
Es sieht so witzig aus, wenn man Sam sonst kennt. Zum Glück wächst sein Fell immer sehr schnell nach. Und man muss ja auch dazu sagen, dieses kurze Fell, da ist er wirklich immer wie ein Welpe und wieder total lebensfroh und agil. Also warum auch immer, das ist immer so ein krasser Unterschied bei ihm. Das kurze Fell macht ihn jetzt auch am Schwanz nichts aus, aber... Oh mein Gott, das sieht so witzig aus. Er hat jetzt den Spitznamen Dino gerade bei uns. Was willst du dich zeigen? Traust du dich? Oh mein Gott. Oh Sam, ich lache wirklich die ganze Zeit nicht über dich. Ich lache mit dir, weil das einfach so witzig ist. Es ist hier gerade nass, weil ich den Balkon hier gerade mit Phil zusammen gemacht hatte. Alles winterready, damit das jetzt alles hier trocknen kann, der Pool. Und deswegen mit den Eimer schleppen ins Badezimmer ist es so ein bisschen nass geworden. Oh mein Gott, Sam. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich hätte den ein Schwänzchen auf jeden Fall gelassen. Der neue Spitzname ist Dino. Na gut, ich fange hier jetzt mal an mit Wohnung putzen. Also dir geht's nicht so gut. Oh Mann, scheiße. Aber fahrt ihr dann morgen wirklich nach Polen? Na, Niki, sonst Geld und Leder kein Lederschmerz nutzt. Ja? Es ist so dunkel aktuell, also es ist so krass. Sieht man mich überhaupt? Ich weiß es gar nicht, ey. Es ist wirklich extrem dunkel in Hamburg. Und ich habe gerade mit meinem Papa telefoniert. Die wollten eigentlich heute vorbeikommen, aber er ist sehr krank gerade. Also es geht gerade wirklich komplett rum. Ich mache hier mal kurz Licht an, damit ihr mich besser seht. Es geht hier komplett rum in Hamburg, wahrscheinlich komplett in Deutschland. Also jeder ist wirklich aktuell krank. Ich höre das von allen Ecken, von Freunden. Ja, von daher ist es sehr schade. Wir haben uns schon sehr gefreut. Das ist super schade, aber holen wir dann auf jeden Fall nach. Ich habe mir jetzt gerade meinen Tee nebenbei gemacht. Den ich jetzt hier immer nehme, das ist der Babytraumtee, habe ich mir bestellt bei Amazon. Traditionelle Rezeptur, ein Bio-Kräutertee. Und hier sind halt verschiedene Kräuter drin. Und ich nehme auch gerade Maca und Phil auch. Haben wir uns jetzt auch bestellt nach dem Urlaub. Das ist ja auch, damit sich der Zyklus wieder besser einpendelt. Ich habe ja letztes Mal so krass Probleme gehabt, als ich die Pille abgesetzt habe. Also ich habe ja wirklich irgendwie 3 Monate nicht meine Tage bekommen. Und Maca hilft halt, dass der Zyklus sich wieder besser einpendelt und ist vor allem auch für den Kinderwunsch da. Unterstützt quasi die Fruchtbarkeit, von daher schadet es ja nicht, das zusätzlich zu nehmen. Und ich trinke halt sehr gerne Tee, von daher. Ich hatte gestern bei Depot noch etwas gekauft und zwar einmal so dunkleres Pampasgras und einmal noch diese süßen Zweigchen, die man ja eigentlich auch schon vor Weihnachten aufstellen kann, weil das ist ja einfach schöne herbstliche, winterliche Deko. Die sind ja auch immer etwas teurer, deswegen kann man die schon im Oktober aufstellen, finde ich. Und das werde ich jetzt nämlich einmal hier machen und hier vielleicht so ein paar Dinge austauschen. So, die Ecke hier wurde jetzt einmal so ein bisschen ausgetauscht, beziehungsweise das Pampasgras ist jetzt damit neu. Wir finden beide, das sieht echt viel besser aus. Und hier auch. Das sieht auch richtig schön aus. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Pampasgras mit irgendwas zu mixen oder so, aber die hatten das, wie gesagt, bei Depot gestern. Da habe ich mir das abgeguckt. Und es sieht richtig schön cozy aus. Jetzt kann der Herbst und Winter kommen. Das ist so schön, ist, wenn man eine Frau hat, die einfach alles selber schon dekoriert. Ja, genau. So ist es, ne? Unser kleiner Dino. Dann muss ich mich um gar nichts mehr kümmern. Und es ist alles schon schön. Das ist gut. Mach weiter so. Den Schulterklopf hat er sich bei mir abgeguckt. Morning! Mit grauem Wetter, aber dafür eine schöne Aussicht. Und wir fahren gerade nach Oldenburg. Jetzt gerade können wir das ja auch ein bisschen besser einschätzen. Wir haben bis jetzt noch gar nichts irgendwie wegen der Verlobung oder der Hochzeit erzählt. Und das lag auch daran, dass wir nicht wussten, wenn wir zu Phils Eltern kommen, um das zu erzählen, weil die beiden ja leider Corona hatten. Und
Deshalb mussten wir halt abwarten, dass wir das erstmal der ganzen Family erzählen und dann konnten wir halt hier weiter planen. Wollen wir euch das auch erzählen? Jetzt fahren wir quasi zu Phils Freund und den Eltern und erzählen denen das einmal und verbringen einen schönen Tag in Oldenburg und hoffen, dass es weiter noch ein bisschen besser wird. Wir sind jetzt gerade angekommen. Die Aufregung steigt bei mir schon mal ein bisschen. Und wir haben natürlich auch Geschenke mitgebracht. Oh, schon habe ich jetzt Kram von Sam noch drin. Und da die beiden ja so einen Chewbacca-Insider haben und da wir ja auch in Disneyland waren und Disney ja auch mit Star Wars zu tun hat, haben wir hier passend den Chewbacca, kannst du dir mal aufhören, Kugelschreiber mitgebracht, der natürlich sehr praktisch und handlich ist. Und ich hoffe, ich darf keinen Spruch dazu bringen, dass hier mein Trauzeuge Victor damit zum Unterschreiben kommt, sonst kommt er mit dem Viech da wirklich an. Und für meine Eltern haben wir auch noch Disney Uno mitgenommen. Und besonders für meine Mama, weil sie Aristocats so liebt, diese Katze von Aristocats, da wird sie sich bestimmt freuen. So, jetzt marschieren wir mal langsam rein. Ich sehe schon, er kommt gerade hin, auf dem Fahrrad angefahren. Wir warten jetzt erstmal, das Kind wird noch kurz, wie Maria das schön gesagt hat, neu tapeziert. Und hier gibt es dann gleich lecker Essen. Geschenk, was Cindy die Kleine ausgesucht hat, steht auch da hinten. Aber das können wir nicht zeigen, weil alle da draufstehen, ihr kleinen Gauner. Ja, Sam, dann kannst du mal sehen, wie gut du das immer hast, ne? Ah, er ist schon weg. Ja, wie so ein Geist, eben stand er da, ne? Ist er doch. Ja? Ah. Ja, Sam, so gut hast du es. Du stehst nicht im Regen draußen. Oh, boah. Hey. Hab euch auch etwas aus dem Disneyland mitgebracht? Oh, ja. Minnie Maus! viel besser. Nice. Und warte. Der Chewbacca. Ich dachte mir so, das ist ja einfach so praktisch, weil das ist ein Stift. Oh mein Gott, den hätte ich jetzt die letzten zwei Wochen gebraucht, damit hätte ich den miesesten Flex hingelegt. Überhaupt. Leute, wir haben gerade richtig geil gefrühstückt. Und wisst ihr, was das Wichtigste beim Frühstück ist? Die kleinen Frühstückswürstchen. Egal, wo wir hinreisen, also eigentlich gibt es ja so gut wie in allen Hotels. Ich liebe es einfach. Ne? Morgens brauche ich wirklich diese Frühstückswürstchen, Bacon und ein bisschen Rührei. Und ich glaube, Cindy ist da eher... Ist das ein Anspielung auf Mundgeruch, oder? Nein, er ist einfach. Oh Mann. Nein, aber ich habe gerade Kaffee getrunken. Dann kennt ihr das, wenn man danach so vor den ekligen Geschmack... Hallo? Vor den ekligen Geschmack gemunt hat. Nein, kennt hier keiner. Spaß. Man kennt's. Der klassische Kaffee-Mundgeruch. Kein Mundgeruch, ich hab keinen Mundgeruch. Gerade gab's ja auch so einen Whisky-Kaffee. Ja. Der im Whisky-Fass gereift ist. Und irgendwie haben wir für uns alle festgestellt, dass das irgendwie keine gute Idee ist, Kaffee im Whisky-Fass reifen zu lassen. Aber wirklich alle. Niemanden hat's so richtig geschmeckt. Also ist cool, das einmal auszuprobieren. Aber das war's dann auch. Es hatte echt einen komischen Nachgeschmack. Ich fand, das hat beim ersten Geschmack schon komisch geschmeckt. So, man hat es im Mund genommen und dachte, hm? Deswegen lassen wir den Kaffee ganz normal reifen. Wir? Genau, zu Hause. In keinem Whisky-Fass. Ja. Das Geschenk ist auch gut angekommen. Der Kugelschreiber soll nicht beim Standesamt verwendet werden, das habe ich schon gesagt. So wie ich meinen besten Freund kenne, kann das schnell mal passieren, dass es doch auftaucht. Also wenn es dann soweit ist, werden wir euch davon berichten. Und Leute, wisst ihr, was das Witzigste ist? Wir haben ja im Vlog sah das immer so aus, von wegen, oh, wir nehmen das mit. Oh mein Gott, unser Akku ist gleich leer von der Kamera. Scheiße, wir haben keinen Ersatzakku und dann müssen wir gleich mit dem Handy filmen. Notfalls. Oh nein. Ja, und wir selber haben uns gar nichts mitgenommen aus dem Disneyland, sondern haben halt nur für Family quasi was mitgebracht, aber da auch fast gar nichts. Wir hatten halt gar keinen Platz im Koffer. Also das, auch rein vom Gewicht. Genau, das ging einfach gar nicht mehr. Deswegen, wir haben uns selber gar nichts mitgenommen. Nur die Hoodies an dem einen Tag, wo es zu kalt war. Und der Ring muss verkleinert werden. Ich habe mir so gedacht, wenn wir in Amerika viel essen, nehme ich ein bisschen größer. Nee, aber das war die Größe, die Cindy mir damals durchgegeben hat. An die habe ich mich gehalten. Nee, aber ich glaube, Ringe fallen ja auch unterschiedlich aus, ne? Oh. Deswegen, weil
tatsächlich, das ist so ein Maß in Millimeter, ne? Ja. Okay, bei Goldschmied, das ist... Achso, bei dem Gemälde, wo ich es gekauft habe. Wir haben das nur nicht gemacht, weil wir wollten euch das schon letzte Woche erzählen. Und ich habe dann angerufen, einen Termin gemacht und dann haben wir gefragt, wie lange dauert das denn? Und dann meinten die 2 bis 3 Wochen. Und ich habe auch gesagt, wir wollen nicht zu euch fahren ohne den Ring, weil das ja auch irgendwie doof ist. Yeah. So, gerade zu Hause angekommen. Mit Sam waren wir gerade auch nochmal eine kleine Runde. Cindy macht sich jetzt Bett fertig. Es war richtig schön heute. Und ihr habt es ja auch gesehen, meine Mama hat sich einfach so süß gefreut. Es war schon echt mega cute. Ich hatte selber auch wieder bei meinen Eltern, als wir da waren, ein bisschen Pipi in den Augen, als wir denen das erzählt haben. Weil es mich irgendwie einfach so gefreut hat und auch der Gedanke, wenn wir so den nächsten Schritt angehen und dann auch in die Kinderplanung gehen, oder wir sind ja eigentlich schon jetzt so gut wie mittendrin, und meine Eltern und Cindys Eltern irgendwann Oma und Opa werden, ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genauso war es auch sehr nice für meinen besten Freund, weil ich mich auch wieder für ihn freue, dass er mein Trauzeuge wird und ich auch damals sein Trauzeuge war. Also diese Kombination ist einfach für mich irgendwie, ich habe das Gefühl, das verstärkt eben die Freundschaft dann noch mehr und das verbindet einen noch mehr auf diesem Wege. Also rundum war es ein mega schöner Tag. Das Wetter hat leider nicht so krass mitgespielt, das war ein bisschen schwierig, aber wir konnten uns indoor zum Glück gut versorgen. Und gerade auf dem Rückweg war es irgendwie richtig heftig. Also heute ist extremer Vollmond. Ich denke, das ist ein positives Zeichen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir gehen gleich ins Bett, schauen noch ein bisschen Fernsehen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein. In dem Sinne, bis bald.